Weiner Apfelstrudel ist eine der bekanntesten Süßspeisen in der Weiner Küche. Er wird gerne als Nachspeise serviert oder zum Kaffee am Nachmittag gereicht. Die bekannteste Strudelart ist der Apfelstrudel. Der Strudel kann auch mit anderen Füllungen serviert werden. Zutaten: Strudelteig, 50 Gramm Butter oder Margarine, 200 Gramm Weizenmehl, eine Prise Salz, 75 ml lauwarmes Wasser, Füllung, etwa 1 Kilo Äpfel, 90 Gramm Butter oder Margarine, 50 Gramm Semmelbrösel, 50 Gramm Rosinen, 100 Gramm Zucker, eine Packung Vanillinzucker, 50 Gramm gehackte Mandeln, Puderzucker, etwas Fett für das Backblech. Zuerst zerlasse ich Buttermargarine in einem Topf. Ich gebe Mehl in eine Schüssel. Ich füge übrige Zutaten hinzu und verarbeite sie mit einem Mixer zu einem glatten Teig. In einem kleinen Topf koche ich Wasser. Ich gieße den Topf aus und trockne ihn ab. Dann lege ich den Teig auf Backpapier in den noch heißen Topf, verschließe mit einem Deckel und lasse den Teig 30 Minuten ruhen. Ich schäle Äpfel und schneide sie in kleine Stücke. Dann halbiere ich Teig und rolle jede Teighälfte auf einem bemehlten Geschirrtuch auf. Ich zerlasse Buttermargarine in einen kleinen Topf. Danach bestreife ich Teige den mit zerlassenem Fett. Dann ziehe ich Teig mit den Händen zu einem Rechteck auf. Ich streue Semmelbrösel darauf. Ich verteile Apfelstücke, Rosinenzucker, Vanillinzucker und Mandeln darauf. Ich rolle den Teig aus und drücke an den Enden gut zusammen. Ich fette das Backblech und heize dann Backofen vor.